Hi liebe Leute, Dokkan Battle hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, gibt es zwei dicke News. Und zwar kommt in das japanische das nächste Update 3.6. Und mit dem Update kommt eine neue Mechanik, sie heißt Kategorien. Was handelt es sich bei den Kategorien? Und zwar wird das in Zukunft so sein, dass wenn ihr ein Team benutzt mit selben Karten einer Kategorie, also in diesem Beispiel sind das diese Wifi-Karten. Wenn ihr ein Team mit diesen Wifi-Karten nehmt, bekommt ihr wegen dieses Team einen speziellen Effekt. Beispielsweise ist ein Beispiel, also die Kategorie heißt Peachy Peachy Girl. Und ihr bekommt, wenn ihr beispielsweise das Master Roshi Event macht, wo ihr die Training-Items bekommt, diese Turtle Shells, bekommt ihr einen Additional Drop, also einen zusätzlichen Drop von diesem Training-Item. Aber das ist immer event-spezifisch bedingt, beispielsweise also der Effekt dieses Teams mit der Kategorie. Ihr könnt auch zum Beispiel bekommen, dass euer Angriff, wie es steht, um 30% hochgeht für spezielle Charaktere von diesem Peachy Peachy Girl Team. Oder auch, dass ihr vom Ende des Kampfes eine extra Chance bekommt, weitere Items zu droppen, dass euer Angriff sich erhöht, wie gesagt, und. Und das, liebe Leute, erstmal Shoutout an den User, an Dokkan Battle Reddit, der das hier übersetzt hat, dass die Einführung von Kategorien, das ist wirklich sehr gut, das ist insane, Leute. Denn, ein weiteres Beispiel, wenn ihr beispielsweise ein Team benutzt mit nur Great Apes, dann bekommt ihr auch einen speziellen Effekt, da ihr dieses Team Great Ape, sag ich mal, benutzt. Und das wird richtig geil, wenn diese Kategorien, also man weiß noch nicht, welche Kategorien es geben wird. Hier ist zum Beispiel Wifi-Kategorien, Great Ape könnte ich mir auch vorstellen, ob es Villains, Heroes und so gibt, muss man abwarten. Aber an sich, der Gedanke, die Idee, dass man jetzt Teams mit denselben Charakteren benutzt, somit eine Kategorie abdeckt, dass die einen speziellen Boost bekommen, je nach Event, das ist insane. Also wir hatten fest, in Japan Dokkan Battle in Version 3.6, kommt die neue Mechanik, Kategorie. Wenn ihr ein Team mit selben Karten benutzt, hier ist Beispiel Peachy Peachy Girls, bekommt ihr, und das ist bei jedem Event anders, je nachdem was für ein Event ihr macht, hier seht ihr es auf der rechten Seite, bekommt ihr einen speziellen Effekt, da ihr ein Team mit einer selben Kategorie benutzt. Die nächste News ist im Globalen, und zwar gab es ja den Fehler, dass man beim LR Gohan Banner, wenn man die Tickets geholt hat von der Giftbox, auch nicht ab und zu nicht die tatsächliche Menge bekommen hat, die in der Giftbox war. Deswegen wird dieser Banner zurückkommen, ich denke für eine gewisse kurze Zeit. Jeder bekommt 10 Legendary Tickets, heißt jeder kann auch einen Single Star machen bei dem LR Gohan Banner. Und wer weiß, ob da vielleicht zieht ja der eine oder andere mit ihm Single Star, und ich hoffe es für euch, LR Gohan. Aber wir kommen zurück zum globalen Dokkan Battle. Und zwar, ja, ihr seht es, 19 Wins in a Row. Mir fehlt der 20. Sieg, den machen wir jetzt gemeinsam Final. Denn es gibt noch ein Quick-Update zu dem Team. Moment, wir suchen uns kurz einen LR Broly. Als Friends. Komm schon. Da ist einer. Und zwar dieses Team, habe ich ja gemeint, ist unter 20 auf jeden Fall insane easy. War auch so, sehr gut. Und ab 20 sollte man Tanks dabei haben. Muss nicht unbedingt sein, Leute. Ich habe dieses Team jetzt getestet auf Schwierigkeitsstufe 20, auf der letzten Schwierigkeitsstufe. Und dieses Team ist insane. Ja, ihr könnt dieses Team trotzdem benutzen, auch auf Schwierigkeitsstufe 20. Wir werden das Finale jetzt machen, dann haben wir 20 Siege in der Reihenfolge. Und dann bekommen wir auch sehr viele Preise dafür. Aber wie gesagt, dieses Team könnt ihr auch auf Schwierigkeitsstufe 20 benutzen. Nur müsst ihr halt aufpassen, dass wenn ihr zu oft angegriffen werdet bei einem Charakter, ihr Items benutzt, um euch auch zu helfen. Deswegen habe ich hier beispielsweise mal Ghost Usher mitgenommen. Aber wir werden sehen. Dieses Team, also ich brauche da keinen Tank, weil in diesem Team haben wir, schaut, Broly hat schon so viel Key, dass wir die Tanks gar nicht brauchen, ja. Denn bevor der Gegner überhaupt irgendwas machen kann, hauen wir schon instant zur Seite. Ich will hier natürlich Brolys erste Ulti starten, damit wir die Gegner zweimal jeden angreifen. Und wie gesagt, ein Auto, der können wir hinnehmen. Falls ihr trotzdem Bang habt, dass eine Ulti wird, deswegen haben wir Ghost Usher mitgenommen. Aber ansonsten, ihr seht es easy auch auf Schwierigkeitsstufe 20. Da wir einfach so gut wie fast volle Key haben durch dieses Team, kann Broly immer seinen Job erledigen. Und ihr seht schon, easy. Nun haben wir 20 Wins in der Folge. Heißt, wir bekommen ein paar gute Preise. Ich habe schon fast jeden Preis. Habe aber ja nur, wie ihr seht, 20 Wins erstmal.
The grind must go on, ja. Ich will diesen Vegeta. Wir sind jetzt bei 20.000 und ich habe das Gefühl, dass sehr viele mitmachen bei dem Turnier. Finde ich sehr gut, Leute. Zeigt Einsatz, macht mit. Denn die Preise sind insane. Und hier bekommen wir jetzt garantiert ein SR-Ticket. Ja, silberne Tickets nochmal. Ich zeige euch kurz die Preise. Ich bin fast bei allem durch. Mir fehlen nur noch die Elder Kai, glaube ich. Genau, die zwei. Aber, lasst doch einfach mal diesen garantierten SR-Ticket einlösen. Ich mache das immer so, ich spare sie nicht auf oder für die Zukunft, wenn andere Charaktere in diesem Banner sein werden. Ich nutze das als Belohnung, ja. Ich meine, ich spiele so, ich grinde für das Turnier, macht auch Spaß, so ist nicht. Ab und zu wird es natürlich ätzend, wenn man immer dranbleiben muss. Deswegen belohne ich mich einfach mit diesem garantierten Single-Summon und wir haben sehr viele bekommen in diesem Turnier. Ja, ich glaube 11 Stück waren das an der Reihe und das war doch schon sehr schön. Wir haben ein Pot, ein Potluck, wir bleiben Baseform und kriegen wir einen Ballgeist. Wenn es ein Ballgeist wird, natürlich wird das ein Ballgeist. Es wird eine nicht gefeaturete Karte. Falsch, sorry. Es ist eine gefeaturete Karte, eine Turnierkarte, Captain Goku, nimm mal hin. Denn oft war das so jetzt bei mir, dass wenn Ballgeist oder SJ3 Animation kam, dass es eine nicht gefeaturete Karte war von dem Banner. Vorführeffekt, natürlich war das diesmal nicht so. Egal, nimm's hin, wie gesagt, nice, ein SR gezogen, für was auch immer ihr ihn benutzt, wenn er gut ist, wenn er schlecht ist. Ich habe auch geile Karten gezogen gehabt, weiß ja den Strong Goku Blue, den ich noch nicht hatte. Aber anyways, ansonsten ist dieses Video, sage ich, der Banner, hauptsächlich gefeaturete Karten sind die Turnierkarten. Nicht alle, aber da sind auch alle anderen SR drin, außer natürlich die man durchgenerieren kann und so weiter. Anyways Leute, das war ein kurzes Video, damit ihr seht, das Team funktioniert auch auf Schwierigkeitsstufe 20, die zwei dicken News und der letzte Single Summon. Genau Leute, anyways, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, liked es, teilt es, abonniert meinen Channel, falls ihr es getan habt, Leute, folgt mir auf Twitter. Danke fürs Zusehen, Peace.